Ja, wir haben heute unseren Neuzugang Rob Andrich hier im Trainingslager in Geinberg, in der Therme Geinberg, neben mir zum Interview. Ja, Rob, du bist 23 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, kommst von Wiesbaden. Es war ja schon im Winter klar, dass du zu uns wechselst zur neuen Saison. Konntest du dich dadurch auch so ein bisschen besser schon in Heidenheim einleben? Hast du schon eine Wohnung gefunden und alles? Ja, es war natürlich positiv für mich, dass es schon relativ früh klar war. Da konnte ich natürlich schon länger suchen. Die Suche hat sich ein bisschen schwieriger dargestellt. In Heidenheim direkt haben wir jetzt nichts gefunden. Es war echt schwierig. Wir haben auch erst gedacht, dass wir ein bisschen außerhalb wohnen müssen, weil wir echt nichts gefunden haben. Aber dann am Ende haben wir in Ging eine Wohnung gefunden. Und da können wir dann Ende Juli rein. Und ja, das ist auch nicht so weit. Und da sind wir sehr zufrieden, dass wir die Wohnung dann gefunden haben. Okay, immerhin, ist ja nicht ganz so weit weg. Ja, du hast deine fußballerische Ausbildung bei Hertha absolviert. Wie war es denn da? Wie war denn die Zeit? Und vor allem, was hast du da mitgenommen? Ja, ich war halt meine komplette Jugend bis zum Männerbereich war ich halt dort und da habe ich halt komplett alles mitbekommen und habe mich da entwickelt als junger Spieler zum Herrenfußball. Konnte dann auch, glaube ich, 2 Jahre so ein bisschen auch bei den Profis mit reinschnuppern. War zwar dann am Ende, hat zwar dann nicht gereicht, deswegen bin ich den Weg über Dynamo Dresden gegangen, aber ich habe trotzdem Hertha BSC sehr viel zu verdanken. Und wie ist es jetzt für dich, wieder in einer kleineren Stadt zu wohnen? Du warst ja davor eben in Wiesbaden, auch nicht ganz so groß wie unsere Hauptstadt. Ja, es gibt halt positive Seiten und nicht so positive Seiten. Von daher ist halt ein bisschen weniger los, aber es kann auch schön sein. Man hat auf jeden Fall keine weiten Wege und man kann in Ruhe arbeiten. Und ich denke, das ist bei unserem Job manchmal nicht so ganz unwichtig. Kommst du aus der dritten Liga? Wieso hast du dich denn jetzt für den FCH entschieden? Ja, ich wollte halt eine neue Herausforderung. Habe jetzt 2 Saisons in der dritten Liga als Stammspieler auch gespielt und gute Leistungen gebracht. Und ich wollte einfach den nächsten Schritt machen. Und im FCH habe ich da auf jeden Fall, denke ich, den richtigen Schritt gewagt und relativ früh auch. Und da hoffe ich natürlich, dass ich mich schnell hier einlebe und Fuß fasse in der zweiten Liga. Und was erhoffst du dir generell? Was sind so deine Ziele beim FCH, auch persönlich? Ja, ich möchte natürlich so schnell wie es geht mich so an das Niveau der zweiten Liga gewöhnen. Man merkt in den Spielen, ist es ein Tick anders schon als in der dritten Liga, aber ich denke, nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich dran und dann möchte ich natürlich so viel es geht im Kader stehen und am besten Fall sogar von Anfang an spielen. Ja, und abseits des Platzes sieht man dich wo? Machst du was? Ja, also ich mache eigentlich nicht so viel. Ich bin eigentlich ein Typ, der dann gerne nach dem Training auch nach Hause geht und erst entspannt. Ich habe einen kleinen Hund noch zu Hause, mit dem gehe ich dann immer ein paar kleine Runden. Und ja, ansonsten mache ich nicht viel. Dann halt mal was essen oder mit den Jungs irgendwo was trinken. Aber eigentlich ganz entspannt und nichts Weltbewegendes. Danke dir.